Guten Tag. Als Ihr Kandidat für die FDP für den Landtag Baden-Württemberg begrüße ich Sie. Heute mache ich mir Gedanken um die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Wie wird es dieses Jahr wirtschaftlich weitergehen? Die Institute gehen momentan noch nicht von einer Rezession aus. Man geht von einem leichten Wirtschaftswachstum aus. Aber was sind momentan die kritischen Punkte? Das Vertrauen von Investoren und der Wirtschaft allgemein in die Klugheit unserer politischen Führung geht verloren. Die kontinuierlichen Lockdowns führen dazu, dass keiner mehr sicher ist, wo geht es wirklich hin. Zweitens, die Kapitalquote der Unternehmen ist aufgrund des langen Lockdowns extrem gesunken. Drittens, nicht nur die Krankenfälle häufen sich jetzt in den Firmen, auch in den Familien kommt nunmehr an, dass das Sterben allenthalben begonnen hat. Das führt natürlich dazu, dass die Konsumlust, die Reiselust etc. sinken. Auch das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Viertens, die Schließung von Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und auch die Reisetätigkeit sind deutlich zurückgegangen. Das führt natürlich in der Folge zu weiteren Rückgängen in der Wirtschaft. Ein ganz simples Beispiel: Ein Bauer, der Kartoffeln anbaut, um Pommes frites an die Restaurants zu verkaufen, leidet natürlich unter die Situation. Und was dazu kommt, die Kartoffeln wachsen weiter, ob sie abgenommen werden oder nicht. Womöglich wird er sie vernichten müssen. Es wird wieder zu einem Aufschwung kommen, allerdings verspätet. Wir müssen aufpassen, die Wirtschaft und Industrie nicht mit weiteren Belastungen zu schwächen.